Guten Morgen, meine Lieben. Oh mein Gott, wie schauen meine Haare aus? Es ist aktuell 7.40 Uhr. Ich bin wach. Ach, wirklich. Nein, also ich bin schon ganz früh wach, weil ich muss jetzt losfahren. Ich habe nämlich jetzt eine Untersuchung. Wenn man nach Termin ist, dann ist es ganz üblich, dass man dann öfter ins Krankenhaus fährt. Alle schlafen, außer Patrick, der ist schon zur Schule los. Der hat nämlich heute Schularbeit in der Schule. Und die Michelle habe ich vorhin aufgeweckt, damit sie sich für ihren Home-Unterricht fertig macht. Ja, die Kleinen schlafen, der Papa schläft. Und ich mache mir jetzt noch schnell die Haare. Das Glätteisen schon aufgewärmt, also aufgeheizt. Und werde so in 15 Minuten langsam losfahren. Ja, bin ganz gespannt, was die Ärzte sagen. Ich werde doch nachfragen, ob alles passt. Natürlich werden die das mir auch so sagen. Und ja, euch lasse ich zu Hause. Vielleicht vloggt der Papa ein bisschen, während ich weg bin. Und ja, ich werde euch dann updaten, was beim Krankenhaus rausgekommen ist. Also, Baby-Countdown, nicht zu vergessen. Baby ist natürlich noch drin. Wir haben heute den 12. Das bedeutet ET plus 4. Oder? Ja, plus 4. Oh mein Gott. Ja. Krass. Na gut. Ich mache mir wieder schnell die Haare und werde dann losdüsen. Also bis nachher, meine Lieben. Guten Morgen, meine Lieben, auch von mir. Ja, heute ist Montag. What? Heute ist Montag überhaupt nicht. Dienstag. Dienstag. Ja, also die Mama ist jetzt im Spital. Der Patrick ist in der Schule, weil er hat heute eine Prüfung. Und die Michelle ist unten, sie hat Unterricht. Und die anderen zwei kleinen Ratons sind noch im Bett. Die schlafen noch ein bisschen. Es ist aktuell 8.30 Uhr. Und ja, ich bin jetzt im Büro, ich war mit den Hunden eine Runde Gassi und jetzt bin ich im Büro, ich trinke einen Kaffee und ich werde das Video für heute noch schneiden und ja, ich warte, dass die Ratons aufwecken und ja, dass wir gemeinsam was frühstücken. Ich habe auch noch nicht gegessen, eben damit ich mit den Kindern zusammen frühstücken kann. Und die Sophie ist auch hier gekommen, schaut's mal. Na gut, ich muss arbeiten. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause und alles schaut super aus. Also, ich habe ein CTG gemacht und am CTG konnte man keine Wehe sehen. Also das Baby war super wach, hat auch die ganze Zeit sich bewegt und herumgekickt, aber es war keine Wehe. Also zu sehen, Baby war noch scheinbar nicht raus. Die Herztöne vom Baby sind super gut, hat die Ärztin gesagt, die mich danach untersucht hat. Die hat auch ein Ultraschall gemacht, sie hat gesagt, die Plazenta schaut super aus und Fruchtwasser ist auch noch genug da. Also es ist alles super, deswegen spricht jetzt nichts dafür, dass wir das Baby irgendwie unbedingt holen müssen. Und habe jetzt noch einen Termin bekommen am Donnerstag. Ich wurde auch untenrum untersucht und da hat sich auch fast nichts getan, also letztes Mal war ich ja schon ein Fingerbreit offen und ziehe mich aber nach oben. Muttermund ist weich, aber wie gesagt, sonst ist da jetzt noch nicht so wirklich viel Bewegung da, dass jetzt quasi sich das jetzt noch weiter geöffnet hätte oder so. Und es ist alles noch ziemlich weit oben, also von dem her, ja, Bibi bleibt wahrscheinlich noch ein bisschen länger drinnen. Und jetzt habe ich einen Termin am Donnerstag und dann besprechen wir nochmal. Sie wollten vielleicht mal schauen, also ob wir über eine Einleitung sprechen, dann am Donnerstag. Das besprechen wir dann, also das kommt dann
drauf an, was der Arzt am Donnerstag sagt, weil ich habe halt immer jetzt einen anderen Arzt vom Krankenhaus, welcher halt gerade Dienst hat und ja, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt unbedingt einleiten möchte, also ich möchte jetzt nicht irgendwas erzwingen, was noch nicht sein muss, wenn Baby ist gesund, alles passt und er gut versorgt wird, warum sollte ich das dann quasi irgendwie künstlich erzwingen? Also da bin ich da voll nicht dafür. Deswegen, ja, ich bin froh, dass ich heute Termin hatte, um mir quasi da Bestätigung zu holen. Hey! Ja, also ich bin froh, dass ich heute Termin hatte. Das ist auch so für mich so eine Bestätigung und eine Beruhigung. Dem Baby geht's gut. Ich spüre ihn ja auch täglich. Also damit kann ich ja auch so für mich so einen kleinen Selbstcheck machen, ob es ihm gut geht. Und habe halt, wie gesagt, jetzt in 2 Tagen wieder Termin. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Wehen habe ich so ganz minimal kleine, halt, wo der Bauch sich ein bisschen anspannt, aber nicht irgendwas, wo man sagen würde, ja, jetzt geht's los. Ja, bleibt alles noch offen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall zu den Mädels ins Wohnzimmer gehen, zu den Kleinen. Patrick ist heute in der Schule, habe ich schon gesagt. Die Michelle hat Homeschooling, der Papa ist gerade im Büro und schneidet das Video für heute. Und ich werde zu den Mädels gehen und mit ihnen ein bisschen spielen. Und mit der Lara wollte ich auch ein bisschen aus ihrem Buch machen. So ein paar Übungen. Ja. Lockdown Life. Was soll man noch machen, ne? Na gut, ich wollte ja nur das kleine Update geben und wir melden uns dann nochmal später. Lisa ist in Weihnachtsstimmung. Die Lara und ich schauen jetzt gerade ihr Lernbuch an. Die Lara hat so ein cooles Buch, das habe ich mal bei Thalia gekauft. Und da können wir... Warte mal, wo das andere Buch ist. Die ist mit dem schwarzen Stift. Achso, das ist da drin und hat sie bei uns im Regal. Das ist im Regal. Das, was sie meinte, oder? Das kann man lange machen, wenn man das will. Das T-Shirt, puh, das habe ich auch gewaschen. Müsstest du schauen, im Schrank, Schatzi. Mama? Ich schau nochmal. Wir können es immer lange machen, und dann immer alles. Wir können es immer machen, wie ich das will. Wenn ich nicht mehr weiß, immer, wie es heißt, dann kann man es immer machen. Ja, das ist richtig. Das ist nämlich ein Buch zur Sprachförderung für die Kinder, die in der Vorschule sind und dann in die Volksschule kommen. Ja, wenn Kinder müssen was schlecht sagen, dann müssen was anders sagen. Damit sie noch ein bisschen üben, gell? Damit sie besser reden können. Ja, wie ein normaler Mensch. Wie ein normaler Mensch. Mann, Lara, das ist so ein Mensch. Ja, und der Papa, der macht sich gerade fertig, weil der fährt jetzt zur Physiotherapie. Wie lange dauert es noch, bis das runterfällt? Ja, die Lara hat 2 Wackelzähne da unten. Ich weiß es nicht. Du musst mehr Äpfel essen. Warum? Weil durchs Apfelbeißen tut das weh. Okay, dann mache ich ohne Apfelschnitzen essen. Wow, danke, Luisa. Ein Jingle Bells Kuchen. Ja. Njom, 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 njom. Danke schön. Ich kann auch ein bisschen Kuchen mitbringen. Ja, also hier ist alles ganz chillig. Bauch ist ein bisschen hart geworden. Aber es ist alles gut. Der Papa fährt jetzt Physiotherapie. Das Gute ist, er ist nicht so weit weg. Das heißt, also wenn wirklich jetzt losgehen sollte, rufe ich ihn an. Und das Ding ist, dass das Krankenhaus in derselben Stadt ist, wie das, wo er Physiotherapie macht. Das heißt, wir können uns dort treffen. Und so. Ich habe mal einen Grashüpfer gedreht. Ja? Ja? Das ist schön. Ja, der war so schnell, der hat so fliegt. Wie weggehüpft ist der, ha? Ja, ganz schön. Er hat so aufgehört, dass er fliegen kann. Mhm. Ja, und ich muss jetzt mit meiner kleinen Lara hier im Buch weitermachen. Also hier ist alles entspannt, wir haben Mittag gegessen und... Das Reis mit Karotten, ganz kleine. Ja, Reis mit Karotten, das hat ganz gut geschmeckt, gell? Mhm, ich habe nicht mehr gewusst, was es war. Kennst du die Namen dieser Dinge, die man draußen finden kann? Das ist eine Muschel und das ist ein Spinnennetz. Das ist ein Schneckenhaus, sagt man auch. Aber schaut auch aus wie eine Muschel, stimmt, ja. Was ist das, was du hast? Ein Spinnennetz mit einer Spinne, eine ganz große. Super, und was ist das da? Eine Eierschale von einem Küken. Oh, richtig. Wo könnte das rausgefallen sein? Von einem Vogel vielleicht. Von einem Vogelnest, vielleicht wieder oben. Mhm. Und was macht der Vogel da mit dem Wurm
im Mund? Da gibt es, gibt seinen Vögel das Essen. Ach so. Was gibt's hier noch? Eine Feder und ein Holzstück. Stimmt, das ist ein Zweig. Das ist so ein kleines, also das ist der Baum und das ist der Stamm. Dann gibt es hier einen Ast und wenn da noch was Kleines abfällt, das heißt Zweig. Und das ist ein Grünblatt. Ein grünes Blatt. Hey, ein orangenes Blatt mit Gelb und Grün. Und wann sind die gelben Blätter? Nur bei den beim Herbst. Ja, beim Herbst. Ich habe mich jetzt zeitlang nicht mehr gemeldet. Ich habe mich jetzt ein bisschen ausgeruht. Ich habe schon mein Pyjama-T-Shirt an. Ich habe nämlich, während der Papa weg war, mich mit den Mädels ins Schlafzimmer gelegt. Wir haben Donald Duck geschaut. Ja, genau. Ich wollte ein bisschen auf ruhig machen heute. Mal keine Wäsche, mal nicht irgendwas im Büro oder sonst irgendwas. Und wir haben die Zeit genossen. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen. Der Papa nicht zu Hause und dann ich alleine mit den Kindern und lieber auf langsam und Entspannung. Alles ist jetzt rosa mit rot. Das hat aber richtig gut getan und ja, jetzt ist der Papa auch wieder da. Wir haben ein Blutwasser. Ein Blutwasser und jetzt bin ich hier, hab den Mädels ein Bad vorbereitet, ein Schaumbad. Und die planschen, die zwei Kleinen. So kann ich euch meine kleinen Mädels zeigen, wie sie da planschen. Bitte nicht zu stark planschen, ja? Und ist spaßig? Mit Schaum verliere ich immer mein Spielzeug. Das passiert mir immer mit Schaum. So, ich lasse jetzt die Mädels auf jeden Fall mal hier in Ruhe baden. Und der Papa hat gesagt, er macht Kaiserschmarrn für uns. Deswegen freue ich mich schon. Das haben wir schon länger nicht mehr gegessen. Und ich werde ihm jetzt die Kamera bringen. Dann kann er euch ein bisschen mitnehmen. Hallöchen, meine Lieben! Ja, wie gewöhnt, ich bin mal wieder in der Küche und ich werde jetzt für die Ratons und für die Mama einen Kaiserschmarrn vorbereiten. Das Rezept ist auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich schon lange nichts mehr gepostet, aber ja, vielleicht irgendwann einmal starte ich mal wieder. Aber ja, also wer Interesse an das Rezept hat, werde sowieso mal die Zutaten in die Infobox schreiben. Aber das Video dazu gibt es auf Dr. Rotbart. Kaiserschmarrn ist fertig. Schaut so aus. Ziemlich lecker, oder? Schöne Farbe. Schaut mal bitte, wie lecker der Kaiserschmarrn ausschaut. Yummy. 3,50 von jeder. Sehr günstig. Nur für uns drei. Probably. Ja, meine. Ja, ist eh günstig auch mit 3,25. Nein, ich meine eh günstig, trotzdem 3,50. Nein, das ist Freundschaftspreis. Oh, danke. Der Papa isst das nicht, der hat Zucker und so, deswegen macht der Papa sich einen Tomatensalat. Also ein Salatschki. Und die Kleinen haben schon was anderes gegessen, deswegen. Super lecker. Ich habe es nie geschafft, so einen leckeren Kaiserschmarrn zu machen. Sage ich wirklich nicht nur so. Ich habe auch schon öfter probiert, aber... Papa hat ein Video dazu gemacht, oder? Verlinkt euch in der Infobox. Kaiserschmarrn hat geschmeckt, wie man merkt. Ja, es ist jetzt schon spät am Abend.
also nicht ganz so spät, aber schon spät, schon 20 Uhr. Der Papa, der hat sich noch nicht einmal, schaut ihn an, Trainingsklamotten und dann Schürze. Und jetzt macht er noch Bestellungen fertig. Yep. So tüchtig ist er aber. Und danach hat er auch Feierabend. Duschen und schlafen. Das war's dann. Oder Fernsehen, würde ich mal sagen. Schlafen ist, glaube ich, noch zu früh. Ja, ich würde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Passiert eh nicht wirklich viel. Ich werde mich jetzt auch gleich hinlegen. Bin heute ziemlich müde, weil ich habe letzte Nacht, ich konnte nicht einschlafen. Bin dann so gegen 2 erst eingeschlafen, heute um 7 aufgewacht. War in der Früh gar nicht müde, weil ich mich so gefreut habe, das Baby dann zu sehen. Aber ich habe halt schon den ganzen Tag gemerkt, dass so ein bisschen so ja, die Müdigkeit in mir war. Deswegen werde ich mich jetzt gleich hinlegen. Also zum bisschen zum Fernsehen. Papa macht jetzt so diese, es sind ja nur 2 Bestellungen noch, die offen waren. Ja. Und danach kommt er mit. Also er muss noch. Hey, Sophie. Die Sophie ist... Achso, ich sitze auf ihrer Couch. Deswegen guckt sie nicht so an. Die Sophie schläft hier nämlich total gerne. Auf ihrer Schlafcouch. Na gut, meine Lieben. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder in aller Frische. Ja, unser kleiner Junge macht es ja spannend. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich länger Daily Vlogs mäßig sehen. Bis er dann kommt. Ja, also bis nachher.